Mit unserem Teamprojekt haben wir uns vorgenommen, die Produktionslinie der Lernfabrik am WBK darin zu optimieren, die einzelnen Produktionsstationen kabellos zu gestalten. Damit sind die Stationen auch soweit mobil, dass sie unabhängig von Strom- und Datenversorgung auf der Produktionsfläche flexibel einsetzbar sind. Dabei war es wichtig, die an den Stationen verbauten Sensoren durch Einsetzen eines Publish-Subscribe-Datenmodells an das lokale Netzwerk anzubinden. Damit sich das Datennetzwerk des mobilen Tischs mit dem Netzwerk der Lernfabrik verbinden kann, muss dies über eine Wireless-Schnittstelle der mobilen Station erfolgen. Dafür muss ein Router auf der Station verbaut sein, welcher zum einen über WLAN mit dem Netzwerk der Lernfabrik verbunden ist und zum anderen innerhalb der mobilen Station per Ethernet die dort verbauten Geräte erreichen kann. Dadurch können im Netzwerk der Lernfabrik die Sensordaten des mobilen Tischs empfangen und ausgewertet werden. Die kabellose Energieversorgung der Station läuft über ein sogenanntes Inductive Power Transfer System von Weidmüller. Dieses überträgt mit einer primären Induktionsspule im Boden, die an das Stromnetz der Fabrik angeschlossen ist, und einer sekundären Induktionsspule in der Station bis zu 240 Watt Leistung an das Akkusystem. Hier sorgen zwei AGM-Akkus mit 1,6 Kilowattstunden Kapazität dafür, dass die Station bis zu 7 Stunden lang auch ohne direkten Anschluss an ein Stromnetz betrieben werden kann. Im letzten Schritt geht es darum, eine möglichst schlanke Konstruktion zur Implementierung der genannten Spezifikationen und Umsetzungsvorschläge zu entwerfen. Der Umbauprozess der bestehenden Stationen der Lernfabrik wurde hierbei möglichst einfach gestaltet. Als Ergebnis erhalten wir nun also einen Prototyp, der zwei Hauptaspekte einer kabellosen Fabrik, Datenverbindung und Energieversorgung, gewährleistet.